Mein Name ist Professor Beisteiner. Ich bin Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Wien und ich leite das Labor für Hirnfunktionsdiagnostik und Hirnfunktionstherapie. Wir haben jetzt eine neue Methode entwickelt und weltweit erstmals publiziert, wo man mit Ultraschallpulsen, besonders kurzen Ultraschallpulsen, Hirnaktivierung durchführen kann und hier doch erste vielversprechende Daten bei der Alzheimer-Erkrankung erzielt. Das grundsätzliche Prinzip dieser Technik ist, dass man eben erkrankte Netzwerke im Gehirn versucht wird zu aktivieren, wobei man natürlich Restkapazität im Gehirn benötigt. Das heißt, es ist nur anwendbar, wenn das Gehirn noch eine gewisse Restfunktionalität hat, wenn es noch gesunde Nervenzellen oder funktionsfähige Nervenzellen gibt, die man aktivieren kann und dadurch quasi über, wie wir das nennen, neuroplastische Umorganisation, also die Adaptation des Gehirns an neue Situationen, über diesen Mechanismus versucht man dann die Erkrankung und die Symptome zu verbessern. Grundsätzlich kann man sagen, wir können nicht heilen, aber wir können eben deutlich verbessern. Und der Erfolg, den wir bisher hatten, auch in den Patientendaten und auch Patientenberichten, zeigt, dass das doch sehr eine vielversprechende Methode für die Zukunft sein wird. Und mit den besonderen Vorteilen, dass wir sehr genau zielen können und auch in der Tiefe des Hirns angreifen können. Bei mir hat es vor vielen Jahren angefangen, da habe ich Wortfindungsstörungen gehabt. Ganz einfache Sachen, Tiere, Pflanzen, dort, wo ich gewohnt habe, verschiedenen Länder und so. Das ist immer ärger und ärger geworden. Und irgendwann, wie es ganz arg war, habe ich dann das Gefühl gehabt, ich brauche eine Therapie. Und hier war es ideal dann. Seitdem ich hier die Therapie gemacht habe, ist es auch wirklich besser geworden. Es ist nicht weg, es ist immer noch da, die Wortfindungsstörungen. Aber nicht mehr schlechter, sondern eher ein bisschen besser. Diese Pulsstimulation heißt transkranielle Pulsstimulation, weil durch das Hirn quasi durch die Schädeldecke hindurch transkraniell mit Ultraschallpulsen stimuliert wird. Das Besondere daran ist eben, dass es sich hier um ultrakurze Ultraschallpulse handelt. Das heißt, es wird ein Puls von nur 3 Mikrosekunden auf das Gehirn appliziert. Und das hat sehr große Vorteile, weil man keine Hirnerwärmung produziert, weil man keine Reflexionen produziert, keine Überlappungen, keine stehenden Wellen. Das heißt, sie ist schmerzfrei, sie ist harmlos, es gibt bisher keinerlei Nebenwirkungen, keinerlei Schädigungen am Hirn. Das Verfahren an sich ist relativ aufwendig. Es hat sehr viele technische Komponenten. Man beginnt damit, dass man ein sehr hoch aufgelöstes Bild vom gesamten Gehirn aufnehmen muss. Das ist das sogenannte Magnetresonanztomogramm. Das ist also MRT, ein mit Magnetfeldern in einer Röhre erstelltes Bild in verschiedenen Schichten des gesamten Gehirns. Das wird bei jedem Patienten gemacht, weil wir hier den Schwerpunkt einer Präzisionsmedizin verfolgen, also auch wirklich einer individuellen Therapie auf den individuellen Patienten zugeschnitten. Mit diesem Stift tasten wir die Kopfform ab. Und dieser Scan der Kopfform wird jetzt gekoppelt direkt mit den MR-Bildern, sodass man die Kopfposition im Raum und auch die Hirnposition im Raum mit einer Infrarotkamera in Echtzeit verfolgen kann. Und genauso können wir dann mit diesem Hirnstimulator auch exakt und in Echtzeit die richtige Hirnregion anvisieren.
Das wird dann je nach Erkrankung in unterschiedlichen Regionen gemacht. Das heißt, die große Aufgabe für den Arzt ist, die richtigen Hirnregionen zu diagnostizieren, sie am individuellen Patienten darzustellen, die Zielregionen dann auch einzuzeichnen, die man aktivieren möchte, und dann die Behandlung und die Dosis sowie die Dauer für den einzelnen Patienten festzulegen. Sie sehen, es ist ein aufwendiger Prozess, aber ich glaube, die Erfolge geben uns recht.